Ja, der Titel ist eben Dr. Ambedkar und die Wiederbelebung des Buddhismus in Indien. Ja, unterteilt habe ich dieses Thema in die Bereiche, warum überhaupt Wiederbelebung des Buddhismus. Dann werde ich etwas mehr zum Hintergrund des Kastenwesens erzählen. Warum ist es überhaupt zu so einem Phänomen gekommen wie Unberührbarkeit? Warum eben Apartheid? Warum kann man das nennen? Und dann werde ich etwas erzählen über den Werdegang von Dr. Ambedkar, der eben als einer der Vertreter der Unberührbaren, als persönlich Betroffener zum Buddhismus konvertiert ist. Und werde dann noch ein bisschen was erzählen über, wie wird Buddhismus heute praktiziert in Indien. Ja, man kann die Wiederbelebung des Buddhismus ja nicht losgelöst sehen von den gesellschaftlichen Faktoren, die das Leben der Menschen bestimmen. Und deshalb will ich so ein bisschen mehr auch über den historischen Hintergrund erzählen, denn schließlich sind das mehrere tausend Jahre Kulturgeschichte, die Indien da so aufzuweisen hat. Ja, mittlerweile weiß eigentlich jeder, dass der Buddha aus Indien gekommen ist, aber nicht so sehr viele wissen, dass der Buddhismus eigentlich über weite Strecken, über eine lange Zeit ganz ausgestorben war in Indien. Und er hatte geblüht und sich weiter ausgebreitet von der Lebenszeit des Buddha an, also etwa das 5. vorchristliche Jahrhundert. Und dann weitere gut 1000 Jahre, also etwa 1500 Jahre. Und während dieser Zeit sind dann eben auch buddhistische Mönche in alle Himmelsrichtungen gezogen und haben den Dharma weitergetragen in andere Länder. Und deswegen ist der Buddhismus eben auch auf uns letztlich gekommen, hat überlebt all die Zeit. Dadurch, dass er eben in anderen Kulturen Wurzeln schlagen konnte und sich auch an andere Kulturen hat anpassen können. Denn in Indien ist der Buddhismus im 10., 11. Jahrhundert ziemlich ausgelöscht worden, dadurch, dass es mehrere Anstürme von islamischen Invasionen gab, die sämtliche Kloster, Universitäten und Tempel nach und nach zerstört haben. Und es heißt zum Beispiel, dass die riesige Klosterbibliothek von Nalanda 6 Wochen lang gebrannt haben soll. Und da der Buddhismus in Indien eben sehr stark auf das Klosterleben, auf die zölibatär lebenden Mönche fokussiert war, war damit die Lebensgrundlage entzogen. Anders als zum Beispiel beim Jainismus, der das überlebt hat, obwohl er auch den gleichen Verfolgungen ausgesetzt war. Ja, und zeitgleich war der Hinduismus auch schon wieder erstarkt. Das heißt, nach und nach hat die hinduistische Philosophie auch viel von Buddhismus übernommen und die restlichen buddhistischen Laiengemeinden wurden dann nach und nach auch wieder aufgesogen von Hinduismus. Und das hat eben dazu geführt, dass der Buddhismus 800 Jahre praktisch ausgestorben war in Indien. Bis eben Dr. Ambedkar 1956 konvertiert ist und damit eine neue buddhistische Bewegung in Indien ins Leben gerufen hat. Ja, doch zunächst möchte ich geschichtlich noch ein bisschen weiter zurückgehen, um das etwas mehr zu beleuchten, wie das denn kam, dass Ambedkar konvertiert ist, denn das wäre ohne das Gesellschaftssystem so, wie es ist, auch nicht erklärbar. Ja, bevor ich das erste Mal nach Indien gereist bin, habe ich natürlich ein bisschen gelesen, mich informiert über Land und Leute und Kastenwesen, das ist man dann auch ein bisschen drüber. Als ich dann da war, fand ich das ungemein schwierig, das zu durchschauen mit den Kasten. Wer ist denn jetzt welche Kaste, kann das eigentlich als Außenstehender gar nicht erkennen. Das Einzige ist schon mal die Brahmanen, so wie dieser hier, die dann so eine weiße Schnur um die Brust tragen, die outen sich damit als Brahmanen. Kann man das solchen bisschen wünschen?
Das ist eine höchste Kaste. Genau, die Brahmanen sind die obersten Priester. Aber Brahmanen sind eben selten, ne? Das sind irgendwie nur knapp 7% der Bevölkerung. Und ich habe das dann eigentlich auch vergessen, wenn ich in Indien war, dass es die Kaste gibt, die eine gute Zahl, aber als westlichen Reisenden betrifft einen das überhaupt nicht. Und welchen enormen Einfluss die Kastenzugehörigkeit immer noch hat auf die Menschen, die dort leben, das ist mir eigentlich erst nach und nach so deutlich geworden. Eigentlich erst, nachdem ich ja indische Buddhisten kennengelernt habe. Ja, wo kommt das Kastensystem also her? Es wird ja seit Menschengedenken praktisch religiös begründet. Es gibt im Rig Veda, den ältesten hinduistischen Textschichten, gibt es verschiedene Texte, die auch Schöpfungsmythen zur Verfügung stellen. Und da wird zum Beispiel ja, in einem Text, der 800 vor unserer Zeit geschrieben wurde etwa, wird der mythische Mensch Purusha als die Grundlage des Menschengeschlechtes beschrieben und aus dem sind hervorgegangen eben vier Kasten. Als oberste aus dem Mund die Brahmanen, die eben die Priester sind, und aus den Erarmen die Kshatriyas, die traditionellen ja, Krieger, Herrscher, Könige. Die Schenkel sind die Vaishyas, die Händler sind und allerlei, also landbesitzende Bauern auch. Und dann gibt es noch eine große Schicht von dienstleistenden Zuarbeitern. Das sind eben alle, die arbeiten müssen. Landlose, Bauern, Tagelöhner, Handwerker aller Art. Und noch darunter gibt es eben diejenigen, die in den klassischen vier Kasten überhaupt kein Zuhause haben. Und das sind die, die als unberührbar behandelt werden. Ja, und wie genau dieses System entstanden ist, da streiten sich auch die Gelehrten immer noch so ein bisschen drüber. Man kann davon ausgehen, dass die Bezeichnung Varna, das heißt Farbe, das ist die eigentliche Bezeichnung für diese vier Hauptkasten, deutet darauf hin, dass es eine Rassenzugehörigkeit auch beinhaltet. Und damit spiegelt sich wieder, dass in Indien eben verschiedene Einwanderungswellen erfolgt sind. Also aus Zentralasien, aus dem sogenannten Transkaukasus, sind in über Jahrhunderte und Jahrtausende eigentlich seit dem ja, Mitte des zweiten Jahrtausends vor der Zeitenwende sind immer wieder Volksstämme eingewandert nach Indien. Und das waren die sogenannten Indo-Arier, die sich eben auch, ne, deren Sprache auch mit den europäischen Sprachen verwandt ist und ja, die eben nach und nach immer weiter in den indischen Subkontinent eingewandert sind. Und die kommen eben aus Steppengebieten in Südsibirien oder Transkaukasien, was es schön heißt. Und haben die Ureinwohner, auf die sie trafen, auch ziemlich erbittert bekämpft. Die werden in den Schriften der Veden oft als die schwarzen Stämme bezeichnet, was eben auch schon so einen rassischen Hinweis hat, dass die eben einfach dunkelhäutiger waren als die teils europäisch mit europäischem Einfluss versehenen Aale. Ja, das ursprüngliche Kastenwesen ist eben etwas, was diese Aria mitgebracht haben und dann im Laufe der Zeit weiter verfeinert haben, indem nämlich sie in Indien mit den dort vorhandenen Volksgruppen zusammenleben mussten. Und vermutlich war es so, dass die Ureinwohner in zum großen Teil dann eben die unberührbaren Kasten stellten, während die religiös sanktionierten Kasten, die oberen, vor allem eben die oberen drei Kasten, die hauptsächlich die Bevölkerung der Eingewanderten in Indo-Arya darstellten.
Und das hatte teilweise auch einen berufsständischen Hintergrund, dadurch, dass eben diese Kasten durch eben verschiedene Berufstätigkeiten auch gekennzeichnet waren. Aber gleichzeitig ging es eben auch darum, sich abzugrenzen gegenüber den anderen, den vorher schon dort lebenden Volksgruppen. Denn ein ganz zentrales Kennzeichen ist, dass die Kasten endogam sind, so wird das genannt. Das heißt, man heiratet immer nur innerhalb seiner eigenen Kaste. Denn sonst würde sich so ein System ja auch nicht auf Dauer auch nicht erhalten müssen. Ja, und so wurden dann ja nach und nach die vorher in Indien lebenden Stämme immer weiter nach Süden gedrängt oder eben auch in die Stammsgebiete. Es gibt heute noch Stammsgesellschaften in Indien, die in den letzten Rückzugsgebieten praktisch leben und dort auch ja mittlerweile sehr um ihren Lebensraum kämpfen müssen. Und die dravidischen Völker, die in Südindien leben, unterscheiden sich eben auch sowohl sprachlich zu 100% von den Nordindern als auch in ihrem genetischen Setup. Und das haben eben kürzlich Studien ergeben. Also es gibt einige neuere genetische Studien, die eben diese Die Theorie ist eben, dass die niederen Kasten eher genetisch verwandt sind mit den Südindern und die oberen Kasten genetisch mehr verwandt sind mit den europäischen, also den osteuropäischen Völkern. Und das hat sich eben durch neuere Forschungen auch so bestätigt. Ja, und woran man das auch feststellt, so ein bisschen in Indien, ist an der absoluten Obsession, die die Inder haben, was Hellhäutigkeit angeht. Also Hellhäutigkeit ist das Schönheitsideal schlechthin und auch das Kriterium für eine gute Hochzeit, also für eine gute Partie. Ne? Ein Mädchen, was dunkelhäutig ist, kann noch so nett und noch so gebildet und auch die Mitgift kann stimmen. Sie hat große Probleme, einen Mann zu finden. Also je dunkelhäutiger, desto mehr Mitgift müssen die Eltern auch aufbringen. Es scheint also, dass heute das Statussymbol Hochkastigkeit zum Teil ersetzt worden ist durch das Statussymbol heller Haut. Denke ich manchmal. Ja, dieses System der Kasten oder Varnas stellt also sozusagen die ideologische Ebene des Kastensystems dar, die Legitimation für eine gesellschaftliche Hierarchie, die den Menschen einen ganz klaren Platz zuschreibt in der Gesellschaft. Und die Hauptquelle dafür ist eben dieses Magnus Nitti, was um die Zeitenwende etwa geschrieben worden ist von einem Brahman, der die ideale Gesellschaft aus der Sicht der Brahmanen darstellt. Also es wurde früher wohl oft missverstanden, dass damals vor 2000 Jahren die Gesellschaft genau so organisiert war. Aber das war wohl oft in vielen Punkten mehr Wunschdenken aus Sicht des Brahmanen, der eben in der Lage war, seine Vorstellungen auch zu Papier zu bringen, was dem anderen nicht war. Und in diesem Manus-Gesetzbuch, in diesem Manus-Fritti wird eben genau dargelegt, was die einzelnen Kasten zu tun und zu lassen haben. Also der Kasten-Dharma wird hier beschrieben. Dharma wird im hinduistischen Kontext ganz anders verstanden als im buddhistischen, nämlich da bezieht es sich auf die Kastenpflichten, die ein Mensch hat, eben durch seine Geburt in eine bestimmte Kaste. Und auch spirituelle Gebote ergeben sich daraus, nicht nur eben was Broterwerb angeht. Eben das ganze Leben wird praktisch durch die Kastenzugehörigkeit bestimmt.
Und man kann auch nicht dagegen aufgehen, weil man hat eben ja seine Existenz selber bewirkt durch seine Taten im vorherigen Leben. Und das ist eben die Begründung dafür, warum es keinen Zweck hat, dagegen aufzubegehren, weil dann wird es im nächsten Leben womöglich noch schlimmer. Und dann tut man besser in diesem Leben, was von einem verlangt wird. Und das wird dann bewirken, dass es einem im nächsten Leben dann möglichst besser gehen wird. Ja, und die Vorherrschaft der Brahmanen wird natürlich in so einem Werk auch zementiert, denn klar, das war das Interesse der Brahmanen, ihre eigene Stellung zu betonen und aufrechtzuerhalten, denn sie lebten sehr gut davon. Sie waren die Einzigen, die das Monopol praktisch hatten auf den ja, direkten Zugang zu den Göttern, die eben durch Opferrituale ja, günstig bestimmt werden mussten. Und nur wenn die Opferrituale korrekt waren, mit den ja, passenden Opfertieren oder sonstigen Gegenständen, dann konnte man hoffen, dass die Götter gnädig waren. Ja, und auch festgelegt wurde eben, dass Bildung nur für die oberen drei Kasten möglich war. Die Shudras, also die vierte Klasse, die Handwerker und kleinen Bauern, sowie eben alle Kastenlosen oder eben vielmehr Unberührbare, hatten überhaupt kein Recht auf Bildung. Und naja, Bauern sowieso auch nicht. Ich weiß nicht, warum das immer spielt. So. Nochmal zurück, genau, zum Thema Reinheit wollte ich nochmal was sagen, denn dieser Punkt Unberührbarkeit hängt ganz eng mit ritueller Reinheit oder Unreinheit zusammen. Und rituell rein musste der Priester sein, um seine Opfer korrekt durchführen zu können. Und diese rituelle Reinheit wurde in der Vorstellung der alten Inder dadurch verletzt, dass sie in Kontakt kamen mit jemand, der eben unreine Tätigkeiten ja, vollzieht. Also all die Berufsgruppen, die mit Dreckarbeit zu tun haben, die mit dem Beseitigen von toten Tieren, von ja, Lederbearbeitung überhaupt, Haare schneiden, Kloßputzen, alles, was damit zu tun hat, ja, schmutzige Dinge zu entledigen, wird als rituell verunreinigend verstanden. Und ja, in diesem Manuskript wurden sehr, sehr krasse Verhaltensregeln auch aufgestellt für die Unberührbaren, die eben ja nicht Mahman oder Unberührbarkeit in die Quere kommen durften. Selbst ihr Schatten sollte nicht auf an Mahman fallen, weil das schon ihn verunreinigen würde, geschweige denn essen. Habe ich dich richtig verstanden, dass zum Beispiel Leute, die Haare schneiden, auch unrein sind? Ja. Wie haben die denn das mit dem Haare schneiden? Ja, dass sie sich die Haare schneiden lassen, ist kein Problem. Das Problem ist, wenn man Haare rückwärts und ja, und dann kann man hinterher ein Bad nehmen. Also die Brahmanen, die reinigen sich rituell, indem sie ein Bad in einem Tempelteich nehmen oder in einem Fluss. Oder wenn man das nicht kann, dann kann man sich rituell auch mit Kudung reinigen oder mit Kudurin. Wird auch gerne gemacht. Es geht um rituelle Reinheit und die wird definiert durch Kategorien, die für uns nicht so rationell nachvollziehbar sind. Kuh ist heilig, also reinigt Kuh, alles von der Kuh reinigt halt. Klingt für mich sehr so konstruiert, so von oben herab. Ja, ja. Ist für uns ganz schwer nachzuempfinden. Aber das steckt eben dahinter, dass diese rituelle Reinheit unerlässlich ist für die Opfer, weil sonst funktionieren die nicht und deshalb hat man dann eben auch immer schön einen Sündenbock womöglich zur Hand, ne, der jetzt vielleicht dann schuld ist. Auch Brunnenbenutzung wurden, also ne, das ist eben bis heute in manchen ländlichen Gegenden, dass
ja, unberührbare andere Runden nutzen müssen als die Kasteninhos. Tempel waren lange Zeit versperrt über Jahrhunderte. Also Tempel der Höherkasten für die Unberührbaren. Ja, es ist also kein Wunder, dass dieses Buch den Dalits, also wie sie heute heißen, die ehemaligen Unberührbar, dass denen dieses Manuskript, die ja, gründlich verhasst ist. Aber mittlerweile hat sich auch viel geändert. Seitdem es die unabhängige Republik Indien gibt, ist diese Praxis der Unberührbarkeit bzw. die Diskriminierung auf der Basis der Kastenzugehörigkeit ist verboten. Und ja, die Dalits selber, also die Unberührbaren selber, nennen sich nicht mehr klar nicht mehr Unberührbare, sondern auf Dr. Ambedkar geht dieser Terminus Dalits zurück, was eben heißt die Zerbrochenen. Und es gibt eine seit Jahrzehnten mittlerweile Bemühungen auch von Seiten des indischen Staates, die Beteiligung der ehemaligen unterdrückten Kasten am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Das heißt, es gibt Reservierungen, eine Quotenregelung für diese Bevölkerungsschichten, für den öffentlichen Dienst und auch an Universitäten. Und auch etliche Angehörige der ehemals Unberührbaren sind auch Politiker geworden. Jetzt gerade kürzlich war Mayawati, von der hier das Bild ist, Ministerpräsidentin von dem größten indischen Bundesstaat von Uttar Pradesh und ist gerade kürzlich wieder abgewählt worden, weil sie doch ein bisschen übertrieben hat mit ihrer Wiederherstellung der Würde der Dalits, indem sie ein paar Tempel und ein paar Denkmäler zu viel gebaut hat. Ja, auch zum Beispiel der ein Staatspräsident, der von 1997 bis 2002 Indien als Präsident eben vertreten hat, war auch Dalit. Ja, der wirtschaftliche Aufschwung ist auch an den Dalits nicht ganz vorübergegangen. Ich meine, das wisst ihr alle, dass Indien in den letzten Jahrzehnten einen wahnsinnigen wirtschaftlichen Fortschritt vollzogen hat. Und davon haben auch die früher Ärmsten oder auch heute immer noch Ärmsten haben davon auch profitiert. Aber nach wie vor ist ihr Anteil an der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze lebt, am größten. Ja, die Kastenzugehörigkeit, die wurde seit den 30er Jahren nicht mehr abgefragt bei Volkszählungen, um eben zu vermeiden, dass sich Menschen weiter zu sehr über ihre Kastenzugehörigkeit identifizieren. Aber die indische Regierung hatte dann eben das Problem, wie sie diese reservierten Plätze verteilt, wenn sie nicht genau weiß, wie viel Kasten es überhaupt gibt und wer bedürftig ist und wer nicht. Und also hat man das wieder eingeführt. Und dabei ist dann rausgekommen, dass etwa 16% der indischen Bevölkerung zu den Dalits gehören, also zu den ehemaligen Unberührbaren, die als Scheduled Castes bezeichnet werden, als aufgelistete Kasten. Und dann gibt es noch die Stammesgesellschaften, die 7% ausmachen, Scheduled Tribes. Und dann gibt es die alle anderen rückständigen Kasten, die nochmal über 30% ausmachen und nochmal über 3000 Unterkasten der indischen Gesellschaft ausmachen. Und auch die Dalits haben selber auch also zig Hunderte von Unterkasten, also die unterteilen eben auch nochmal ganz enorm. Und das zeigt eben, dass über die Hälfte der Bevölkerung berechtigt ist, in der einen oder anderen Form zu diesen reservierten Plätzen an Universitäten oder im öffentlichen Dienst da sich zu bewerben. Und das hat in der Vergangenheit auch zu viel
Neid und Missgunst geführt, weil natürlich die oberen Kasten auch nicht unbedingt wirtschaftlich gut stehen. Nur weil wir jetzt obere Kasten sind, gibt es bei denen auch sehr viele, die arm sind und die eben dann keinen Studienplatz bekommen. Und das hat eben zu viel bösen Gift. Ja, was hat das eigentlich alles mit Buddhismus zu tun? Was sagte der Buddha? Ja, der Buddha hat sehr häufig in allen möglichen Situationen zu Fragen der indischen Gesellschaft Stellung bezogen und eben auch zur Hierarchie in der indischen Gesellschaft. Und er hat auch häufig die Arroganz der Brahmanen kritisiert, die sich eben auch schon damals so für die Spitze der Gesellschaft gehalten haben. Und der Buddha hat immer wieder betont, dass der Wert eines Menschen sich eben durch seine Taten bemessen lässt und nicht durch seine Herkunft, durch seine Geburt. Und damit hat er sich eben ganz klar gegen die Meinung der Gesellschaft der Zeit gestellt. Ein Beispiel dafür ist das Vasala-Sutta aus dem Sutta Nipata. Das lese ich mal ein kleines Stückchen von vor. So habe ich gehört, einst weilte der Erhabene zu Savati im Jetaheim, im Kloster des Anathapindika. Der Erhabene nun hatte sich am Morgen angekleidet und mit Schale und Gewand versehen, begab er sich nach Savati, um Almosenspeise. Damals nun brannte vor dem Hause des Brahmanen Agika Haranaja das Kultfeuer. Die Opferspende wurde dargebracht. Der Erhabene in Savati, Haus für Haus um Almosenspeise gehend, kam so auch zum Hause des Brahmanen Agika Madhavaja. Dieser sah den Erhabenen von Weitem herankommen, und als er ihn erblickt hatte, rief er ihn also an. Dort bleibe, du Kala, dort bleibe, du elender Asket. Dort bleibe, du elender Ungehörbarer, bleibe stehen. So angeredet sprach der Erhabene zum Brahmanen Agika Bhadravaja also. Kennst du denn, O Brahmane, den Ungehörbaren oder die Dinge, die jemand ungehörbar machen? Da musste der Brahmane passen. Der Buddha erklärte im Folgenden im Detail, was einen Menschen zu einem Unberührbaren macht, nämlich ein Mensch, der zornig, wuterfüllt, ein höchst gearteter Verleumder, mit übler Ansicht, heuchlerisch, ihn als Unberührbaren kennen. Ob es ein Tier der Erde oder auch der Luft, wer Lebewesen hier verletzt, wer für Lebendiges kein Mitleid hat, ihn als Unberührbaren kennen. Wer Dörfer, Städte einkreist, angreift und sie dann zerstört, berüchtigt ist als Landplaner, ihn als Unberührbaren kennen. Wer anderer Besitz, sei es im Dorfe, sei es im Wald und Feld, ihm nicht gegeben, diebisch an sich nimmt, ihn als Unberührbaren kennen. Zu eigenen, fremden Gunsten oder auch um Geld, wer Falsches aussagt, wenn befragt als Zeuge, ihn als Unberührbaren kennen. Wer mit Frauen von Verwandten oder Freunden die Ehe bricht, gewaltsam oder auch im Einvernehmen, ihn als Unberührbaren kennen. Wer Eltern, Bruder, Schwester oder Schwiegermutter schlägt oder auch mit Worten kränkt, ihn als Unberührbaren kenne man. Brahmanen aus gelehrtem Haus, die mit den Wegen wohlvertraut, auch sie sogar kann man häufig mit üblem Tun befasst erblicken. Nicht durch Geburt ist man Unberührbarer, nicht durch Geburt ist Priester man. Durch seine Tat ist man Unberührbarer, durch seine Tat ist Priester man. Ja, das sagt also der Buddha zu dem Brahmanen und der davon natürlich so beeindruckt ist, dass er Zuflucht zum Buddha nimmt und sich damit zum Anhänger des Buddha erklärt.
Und ja, auch von dieser Art gibt es viele Stellen im buddhistischen Suttas. Und der Status eines Menschen war für den Buddha stets eben abhängig von seinen Taten und nicht von seiner Herkunft. Nur wer ethisch lebt, ist der wahre Brahmana. Das hat er eben häufig gesagt. Und diese fünf traditionellen Vorsätze habt ihr wahrscheinlich auch alle wiedererkannt, eben im Zitat. Und von daher ist der Brahmane für den Buddha praktisch der Prototyp des spirituell strebenden Menschen. Oder eben, wie es im Dhammapada auch heißt, ich nenne niemanden einen Brahmanen wegen des Mutterschoßes, in dem er geboren ist. Hochfahrend spricht er ja und haftet der Weltlichkeit an. Den Nicht-Anhaftenden, den Neigungslosen, den nenne ich einen Brahmanen. So hat der Buddha eben versucht, die gesellschaftlich etablierte Rolle des spirituell praktizierenden Menschen im Sinne seiner Lehre umzudeuten. Also nicht die Herkunft, sondern die Taten sind bestimmend für unseren Status oder unseren Stand. Und das ist eben, unser ethischer Status ist praktisch der einzige, auf den es ankommt. Und Sangharakshita hat allerdings mal etwas despektierlich gesagt, dass die Brahmanen im Laufe der Zeit leider nicht die Erwartungen erfüllt haben, die der Buddha in sie gesetzt hat. Ja, so viel zum historischen Hintergrund von Kastenwesen und dem Ganzen. Der Dr. Ambedkar war den Dalits Wegbereiter und Vorbild und ist es eben auch bis heute. Er wurde 1891 geboren und war eigentlich einer der ersten Dalits, der wirklich eine umfassende Bildung erfahren hat, der also wirklich zur Schule und zur Uni gehen konnte. Und das ging nur deshalb, weil er das Glück hatte, dass sein Vater in einem Regiment der englischen Armee herrschte, in der indischen Armee arbeitete. Und die Briten haben, natürlich möchte ich nicht sagen, aber sie haben diese Praxis der Unberührbarkeit halt abgelehnt und haben auch an verschiedenen Stellen versucht, dagegen vorzugehen, haben auch dann Gesetze auch schon mal erlassen, die zum Beispiel dann auch Dalits erlaubte, Wasser an anderen Brunnen zu ziehen und solche Dinge. Die haben also schon versucht, da so ein bisschen das aufzubrechen und haben eben auch in die Armee Unberührbare aufgenommen. Und der Vater von Ambedkar war einer, der in der Armee diente. Und so konnten seine Kinder eben in diesem auf diesem Armeegelände auch dann zur Schule gehen. Und Ambedkar fiel eben früh auf, dass er ein sehr begnadetes Kind war, sehr begabt, und wurde dann von seinen Lehrern sehr unterstützt und auch für Stipendien vorgeschlagen. Und er wurde dann sogar von einem Maharaja kam er ein Stipendium, sodass er nach Europa und in die USA gehen konnte, um dort zu studieren. Und er studierte politische Wissenschaft, Ökonomie, verschiedene Fächer und Jura und kam eben als Anwalt dann und mit verschiedenen Doktortiteln und Magistertiteln nach Indien zurück. Und trat dann 1917 in den Dienst des Maharajas von Baroda, der ihm eben das Ganze auch ermöglicht hatte. Aber obwohl er dann Minister war in diesem kleinen Staat innerhalb des britischen Empires, was eben diesem Maharaja gehörte, obwohl er dort Minister war, wurde er von allen anderen praktisch am Hof oder eben in dieser Regierung fürchterlich geschnitten und diskriminiert und selbst von den niedrigsten Büroboten wohl sehr, sehr
ja, unmenschlich einfach behandelt. Das hat ihn so entnervt, dass er von keinem wirklich keine normale Kommunikation aufbauen konnte, dass er irgendwann dann ganz entnervt das Handtuch geworfen hat und gekündigt hat. Er hat unterschiedliche Stellen dann gehabt. Er war lange Dozent in Mumbai an der Universität, hat selber auch eine politische Partei gegründet. Und seine Erlebnisse, seine persönliche Betroffenheit, obwohl er eben so hoch gebildet war, und dennoch wurde er diskriminiert und misshandelt von anderen nur wegen seiner Kastenzugehörigkeit. Das hat ihn eben mehr und mehr dazu bewogen, als Politiker sich für die Verbesserung dieser Situation einzusetzen. Ja, zum Beispiel hat er auch Gandhis Methode des passiven Widerstandes und des gewaltlosen Widerstandes übernommen, hat dafür gekämpft, dass Wasserstellen, also Brunnen geöffnet werden für alle Kassen. Und er hat sich immer wieder mit verschiedenen anderen Religionen beschäftigt und hat schon 1935 gesagt, dass er zwar als Hindu geboren worden ist, aber dass er nicht als Hindu sterben würde. Ja, und er hat dann eben, nachdem er ausführlich sämtliche Weltreligionen studiert hat, das ist so ein Bild von seiner Familie, er hat sehr früh geheiratet, wie das zu seiner Zeit üblich war, mit 16 Jahren, seine Frau war 9 Jahre alt, wie das eben zu der Zeit in Indien so war. Die haben dann noch nicht direkt zusammengelebt, aber doch recht bald. Und nachdem er eben sich intensiv mit Religionen beschäftigt hat, hat er für sich Kriterien aufgestellt, Kriterien, denen eine Religion seiner Meinung nach genügen müsste. Und das ist eben einmal, dass die dem gesunden Menschenverstand sozusagen genügen muss, also nicht der Vernunft widersprechen darf, also im Einklang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen muss und nicht einfach nur qua Offenbarung durch eine höhere Macht, die das behauptet, sich legitimiert. Dann muss Religion zweitens die Basis einer bewussten und verantwortungsvollen ethischen Praxis liefern. Das war ihm auch ganz wichtig. Und Religion muss die fundamentalen Haltungen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit anerkennen und befördern auch. Also nur Religionen, die Mitgefühl und Metta auch fordert und fördert, ist seiner Meinung nach eine menschengemäße Religion, eine Religion, die Verbundenheit untereinander fördert, anstatt eben Trennung und Ausgrenzung. Und der vierte Punkt ist eben, dass die Ungleichbehandlung von verschiedenen Menschen nicht religiös legitimiert werden darf. Dass also unfreiwillige Armut nicht heilig geregelt werden darf. Und er ist dann zu dem Schluss gekommen, dass nur der Buddhismus diese vier Kriterien alle erfüllt. Und es hat aber dennoch noch lange gebraucht, bis er tatsächlich dann 1956 konvertiert ist. Und in seiner Rede anlässlich der Konversionsfeier, was ein Riesenevent war, mit annähernd 500.000 Menschen, die mit ihm auch konvertiert sind, da hat er in aller Schärfe mit dem Hinduismus und dem Kastenwesen abgerechnet und sich sehr bitter darüber beklagt, dass der Hinduismus nur dazu da ist, die Herrschaft von einigen wenigen zu stabilisieren und die Ausbeutung der großen Masse zu rechtfertigen. Ja, dass also Hinduismus auch der Knechtschaft der großen Masse der Bevölkerung basiert, die in Unwissenheit gehalten werden, ohne Bildung, ohne die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Er sagt, in vielen Jahrtausenden konnte keiner seiner Vorfahren jemals
Lesen und Schreiben lernen, wenn man dann geschweige denn studieren. Ja, und gegen diese angeblich gottgegebene Ordnung rebelliert er auch. Und auch dagegen, dass angeblich nur das schlechte Karma der Menschen daran selber schuld sein soll. Ja, und es gab zwar auch innerhalb des Hinduismus verschiedene Reformbewegungen und auch ja gerade gebildetere Hindus, die auch nicht damit einverstanden waren und auch heute nicht sind, wie mit Hinduribaren teilweise auch heute noch umgegangen wird, aber das reichte ihm irgendwann halt nicht mehr. Mahatma Gandhi war einer, der persönlich auch sehr gegen diese Praxis der Unberührbarkeit war und das auch eben in seinem persönlichen Verhalten ganz klar gemacht hat. Er hat selber Toiletten geputzt und hat das auch von seinen Anhängern erwartet und hat da keine Kastenallüren geduldet. Aber auch Gandhi hat nur bis zu einem gewissen Punkt verstanden, dass Ambedkar, dass das ihm das nicht reichen würde und dass Hinduismus, so wie er damals war und vielleicht auch heute ist, dass es nicht möglich ist, innerhalb des Hinduismus, innerhalb des bestehenden Systems, diesen Aspekt wirklich zu ändern, zugunsten der Betroffenen. Ja, und so ist Ambedkar dann doch irgendwann sehr auf Distanz zu Gandhi gegangen und ist sogar auch gegen ihn angetreten zu einem bestimmten Zeitpunkt, als es dann darum ging, wie die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Indien im Zuge der Unabhängigwerdung Indiens repräsentiert werden, als es darum ging, wie werden die Parlamente gewählt, welche Wählerschaften gibt es für welche Volksgruppen. Da war ganz klar, dass sowohl die Sikhs als auch die Muslims ihre separaten Wählerschaften bekommen würden. Und das hat Ambedkar dann auch für die Dalits gefordert. Und da ist er ganz massiv mit Gandhi aneinandergerasselt, der das absolut nicht eingesehen hat und der dann einen seiner berühmten Fasten bis zum Tode Aktion gestartet hat. Und Ambedkar hat das eine Weile durchgehalten und hat dann aber irgendwann nachgegeben, weil ihm ganz klar wurde, wenn er da stur bleibt und Gandhi stirbt tatsächlich, dann würde das eine Gewaltwelle nach sich ziehen, die er nicht verantworten wollte. Dann hat er halt nachgegeben und ja, somit sind dann eben die Dalits nicht in den Genuss von separaten Wählerschaften gekommen. Aber Gandhi war trotzdem ein großer Fan von Ambedkar und er hat auch dafür gesorgt, dass Ambedkar letztlich in das erste Kabinett des unabhängigen Indiens aufgenommen wurde als erster Justizminister von Jawaharlal. Und er war dann eben auch maßgeblich an der Formulierung der indischen Verfassung beteiligt. Und das ist eine ganz, ganz moderne Verfassung geworden. Und dennoch konnte er sich nicht mit allem, was er gerne wollte, was vor allem das Familienrecht angeht, was er reformieren wollte, damit konnte er sich letztlich gegen die konservativen Hindus nicht durchsetzen. Und war dann irgendwann auch so desillusioniert, dass er das Handtuch geschmissen hat und resigniert, also zurückgetreten ist als Justizminister. Und er war dann auch schon sehr krank, er hatte Diabetes und irgendwann hat er dann wohl gemerkt, dass der Zeitpunkt gekommen ist, diesen Vorsatz, den er schon vor 20 Jahren gefasst hatte, nämlich eine andere Religion zu wählen, bevor er stirbt, dass er das jetzt bald würde umsetzen müssen. Und das war dann 1956 der Fall. Ja, und leider hat Ambedkar das dann wirklich auch nur 6 Wochen überlebt, seine Konversion, und wie ich eben schon mal erwähnt habe, sind fast 500.000 seiner Anhänger auch konvertiert und die waren dann
natürlich verwaist und völlig verzweifelt und hatten auch überhaupt keine Ahnung, was das nun heißt, Buddhist zu sein ohne ihren Anführer. Und in dieser Situation war Bhantisanga Rakshita mehr oder weniger durch eine Zufall der Geschichte in der Nähe und also auch in Nagpur, wo die, was eben der zentrale Ort der Konversion war, immer. Und er ist dann praktisch eingesprungen als Notnagel, um einen Vortrag nach dem anderen zu halten und die jetzt ganz frisch konvertierten ehemaligen Angehörigen, jetzt plötzlich neue Buddhisten, um die zu trösten und ein bisschen zu leiden. Was heißt das überhaupt? Was für ihr Leben, dass sie jetzt Buddhisten sind? Ambedkar hat ihm zwar eine ganze Liste an Handlungsanweisungen, die er hat gegeben, aber sie standen doch jetzt sehr, sehr alleine da. Und ich habe jetzt noch ein paar Filmausschnitte mitgebracht. Die sind aus einem Film von einem David Blundell, einem Amerikaner, der den zusammen mit Luca Mitra produziert hat. Warum hat man das denn so gemacht? Ja, das habe ich auch mehrmals gefragt. Und die Antwort, die ich darauf gekriegt habe, war, dass ihm der Zweite Weltkrieg dazwischen gekommen ist. Und er dann im Zuge des Zweiten Weltkrieges eben gar nicht dieses Fass aufmachen wollte, um den Kampf der Briten gegen Nazi-Deutschland, den er unterstützt hat, nicht irgendwie zu konterkarieren. Und deshalb heißt es, dass er eben abwarten wollte, dass der Krieg gewonnen wird. Ja, und dann kam eben die indische Unabhängigkeit 1947. Und dann kam eins nach dem anderen, dann wurde er ins Parlament berufen als Minister. Und ich schätze, dass das ihn so beschäftigt gehalten hat, nehme ich an, dass erst diese absolute Desillusionierung mit den Hindu-Familiengesetzen dann dazu gebracht hat, zurückzutreten. Und er diesen Schritt dann endlich gegangen ist. Also das habe ich mich auch oft gefragt, warum er das nicht eigentlich wie er gemacht hat. Er hätte ja so viel mehr machen können. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe nicht mehr geschafft, ich wollte die eigentlich übersetzen, um das eben dann so kurz. Aber im Grunde sind die ganzen Infos, die in den Text kommen, das habe ich euch gerade schon alles erzählt und vielleicht wird das dann mit dem Englischen auch so, wenn es fragt. Da geht es jetzt um Wasser. They had two other things. They had a very advanced mayor who was determined to fill the law that had just been passed by a reformer that all public places were open to untouchables. So he invited Ambedkar to come to Mahad and sort of have a conference. Thousands of people, many of them not untouchable, showed up to take part in the conference. And in the middle of the conference, they decided to test this law and marched to the Mahad tank or pond and drank. And then a rumor spread through the town that they were on their way to the temple. They were, however, not on the way to the temple. But the rumor spread anyway, and out of their fear, the caste Hindu grabbed batons and other weapons and went to meet the peaceful demonstrators. They were attacked, beaten up, sent back, and the pond was very ritually purified. Well, they were furious about this, but Ambedkar waited. He didn't immediately take retaliatory action. He waited, and then he called another conference in Mahad. And at that conference, the Manu Smriti, the ancient law book that decreed all kinds of punishments for people who challenged the caste system, was burned. I met a school teacher who said Ambedkar had asked him to copy out those parts which were anti-Shudra and anti-woman. Shudra is the fourth caste down. The touchables are actually below that, but the Manu Smriti deals with Shudras. And this school teacher said that
he had a Brahmin, Sahasrabhuti, burn those parts of the Manusmritis which were so anti-humanity. At any rate, Mahad became a watchword. But Ambedkar did not go back. He said, we'll fight it in the courts. And eventually the courts came out in Ambedkar's favor. The other thing that made him famous is called the Round Table Conference. By the 1930s, what? India was on its way to independence, but everything was suddenly drawn to a halt when the Second World War began. The British could not go forward with any self-governance plans because of the war. From 1939 to 1945, India was drawn into the bloody conflict. Dr. Ambedkar continued his fight for untouchable rights and encouraged people to form military units for joining the Allied forces. After the end of the war, India's independence grew nearer. In 1946, an interim government was announced, and the Untouchables, with the help of the Muslim League, gained one seat after the Hindu Congress Party denied them any representation. In August 1947, India and Pakistan were declared independent. So India, with over 380 million people and 100 trees, now has two flags flying. One of the Earth's ancient civilizations, her future is beset with strife. On this historic occasion, the first constituent assembly is addressed by Prime Minister Pandit Nehru, political leader in the fight for independence. Delirious crowds break through police lines in a near riot that results in minor casualties. Much thought had gone into determining who would lead India in writing the constitution. Upon independence, on the recommendation of Gandhi, Nehru asked Dr. Ambedkar if he would join his cabinet as first law minister. 2 weeks later, a committee was appointed to draft India's new constitution under the chairmanship of Dr. Ambedkar. On November 4, 1948, Dr. Ambedkar presented his draft of the constitution. In his speech, he stated, no matter how good a constitution may be, if the means to implement it are not good, then the constitution proves no better. If we want to establish a democracy, then we must implement our social and economic ideals by means of peaceful and constitutional measures. Democracy's life is based on liberty, equality, and fraternity. There is a total lack of equality in India. We have equality in politics, but inequality reigns in the sphere of society and economics. If we say to ourselves that we are a nation today, it will perhaps be deceiving to ourselves. How can a people divided into thousands of castes and subcastes become one nation? The way to grow strong and united is to remove all such barriers. On November 26th, the Assembly approved the Constitution, and President Dr. Rajendra Prasad said, we never did a better thing than have Dr. Ambedkar on the drafting committee and select him as its chairman. It's very clear that he is. He said, he's a diabetic. He resigned. Just left the government. Well, those years, 51 to his death in 56, were filled with research, with writing, with visiting Sri Lanka, with visiting Burma, meeting with his people, but also trying to deal with his bad health. He married again. He married a doctor, a woman doctor who was unmarried, and she took care of him. 20 years after the Mahar Conference, Dr. Ambedkar announced plans to embrace Buddhism. India's most senior monk received him into the faith. He asked the 500,000 of his followers seated on the ground at Nagpur to stand and join him in embracing Buddhism. They stood up. One mustn't forget that the conversion to Buddhism was not just an accident. It was the result of very deep thought.
And it was the result of his conviction that religion is of very great importance in human life, and that if you wanted to bring about important social, economic, and religious changes, especially in a place like India, it has to be on the basis of religion. Within 2 months of this event, Dr. Ambedkar passed away in Delhi. His funeral in Bombay, the funeral procession, was the biggest one India has ever known. Let us leave aside slogan. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. Dr. Ambedkar left a legacy of social transformation to help the world's dispossessed. And Dr. Ambedkar's life was very much dedicated to the untouchable, to the poor, and I think that it's tremendous, because in Buddhism, the first of the Four Noble Truths is the truth of suffering. And his life, his work, is clearly an example. Because I feel he is the first socially engaged Buddhist, although that word was not known during his time, because he was the one who feel that Buddhism and politics must go together. He was the product of his time to a great extent, and for those times have changed. So I don't think we'll see another Ambedkar any more than we'll see another Gandhi or another Nehru. Though he was a man of his times, one could also say that in a way, he did tower above his times. He had a fairly broad vision for India and for his own people. Yes, that's ja, damit wurde, wie man heutzutage in Indien sagt, die Dhamma Revolution wieder neu entfacht. Jai Hind, das ist der Ehrenname, den die neuen Buddhisten ihm gegeben haben. Und das ist auch der Gruß, mit dem man in Indien begrüßt wird, wenn man in ein Buddhistum Ort kommt, in einem Zentrum, was auch immer. Ja, und obwohl der Staat so ungünstig war, dadurch, dass Ambedkar so schnell gestorben ist, hat sich die Bewegung am Leben erhalten und ist weiter gewachsen. Und es gibt seitdem eben manche Sangharakshita seiner Zeit vor Ort war und die ersten Kontakte dadurch eben hatte, ist das nie abgerissen, auch nachdem er nach Europa zurückgekommen ist, um dann den westlichen buddhistischen Orden zu gründen, die Freunde des westlichen buddhistischen Ordens. Und diese Kontakte sind über die Jahre und Jahrzehnte haben sich immer weiter vertieft und viele Projekte, soziale Projekte, aber auch Dharma-Projekte wurden uns eben berufen, finanziell unterstützt von Karuna Trust in England, die seit über 30 Jahren jetzt auch schon Fundraising betreibt für die Projekte in Indien und seit einiger Zeit jetzt auch Karuna Deutschland beschreiben, aber eben auch versucht, ein bisschen dazu beizutragen, dass diese Bewegung auch weiter wird. Und nach wie vor sind die meisten indischen Buddhisten aus der Schicht der ehemaligen Hindu-Bürger, etwa 90%. Aber es gibt da auch neue Entwicklungen, dass es mehr und mehr auch andere gibt, außerhalb der Maha-Kaste vor allen Dingen, weil die Maha-Kaste, der Ambedkar selber eben angehörte,
ist praktisch komplett mit ihnen konvertiert, weil die Nachzügler sind nach und nach konvertiert. Während andere Kasten, Gladiat-Kasten, wie zum Beispiel von der Ministerpräsidentin, die ich eingangs gezeigt habe, Malawati, das ist eine andere Gladiat-Kaste, die sind nicht zum Buddhismus konvertiert, obwohl sie sehr liebäugelt und das auch angedeutet hat, dass sie das noch tun würde irgendwann. Das kann ich nicht sagen. Das heißt, ja, die Frage, ob man konvertiert oder nicht, hängt eben sehr, sehr stark auch mit dem Vorbild von anderen Kasten zusammen. Und ein Projekt, was ich eben ganz besonders schätze, das ist einfach noch ein paar Bilder, wo man sehen kann, dass Ambedkar eben auch in den Schreinräumen oder in allen Tempeln, egal wo man hinkommt, allgegenwärtig ist in Indien. Ja, und rechts, aber eben auch Banting, Sandra Rakshita. Ja, Ambedkar wird als moderner Bodhisattva verehrt. Und viele sagen das auch von Bhante übrigens. Und viele eben auch also, verehren Bhante genau wie Ambedkar als Bodhisattva. Und das ist einfach nochmal ein Bild von dem internationalen Ordenskonvent, der Orden in Indien, der sich ja eben auch über die Jahre entwickelt hat, parallel zu dem Orden im Westen eigentlich. Weltweit, ja, es ist ein Orden, den wir im Trimat nach versuchen zu leben und die mittlerweile 600 Ordensmitglieder in Indien, ja, die sind genauso Teil des Trimatner Ordens, wie wir hier in Deutschland oder in England oder in den USA oder Australien auch Orden haben. Dieser indische Flügel ist einfach sehr, sehr stark gewachsen und, ich meine, klar, wenn man so einige Millionen im Rücken hat an Bevölkerung, die zum Buddhismus konvertiert ist, dann wächst auch so ein Orden immer schneller. Das war eben auch ein Grund, ein wichtiger Grund, warum FBBU umbenannt worden ist. Und wir hatten da eben auch einen passenden Namen für alle Teile überall auf der Welt, für die Bewegung zu haben. Und ein Projekt, was ich ganz kurz noch erwähnen möchte, was mir einfach so besonders gut gefällt und ich da gerade jetzt gewesen bin, ist das Nagaloka Training Institute in Nagpur. Das hat Lokamitra ins Leben gerufen vor 10-12 Jahren oder was. Und zwar ist das eine Art Dharma College, also wo junge Menschen hinkommen können, die dort ein Jahr studieren und sowohl intensiv Dharma studieren als auch Meditation praktizieren. Das ist also praktisch wie ein fortlaufendes Retreat, in dem sie sind, mit Nos und halt jetzt aufstehen und richtig tapf meditieren und dann Unterricht und aber eben auch praktische Arbeit und die leben dort für ein Jahr, lernen auch viel über soziale Arbeit, sogenannten sozialen Aktivismus, wie die das nennen, um eben, wenn sie zurückgehen in ihre Dörfer, dort Selbsthilfegruppen aufbauen zu können, um dort Leute zu unterstützen, die Opfer werden, zum Beispiel von Kasten, ja, von Übergriffen, weil das gibt es nach wie vor, dass Menschen, Familien überfallen werden, verbrannt, vergewaltigt, was auch immer, nur einzig und allein ja durch Kastenhass begründet eben, weil Dalits ja sich nicht mehr an ihre Kastendame halten wollen und eben ja, den für sich ein besseres Leben zu erreichen wünschen, vielleicht ihre Kinder oder vor allem die Töchter dann weiter zur Schule schicken, womöglich sogar zum College und einfach auf irgendeine Art und Weise unmotmäßig sind, das kann da schon reichen, dass sie auch dann massiv bedroht werden von anderen, von Höherkasten, Kasten, Hindus, die eben, ja, ihre Fälle schlimm sehen, sei es nur, dass dann keiner mehr liegen, die Scheiße wegkommt, ne? Das, was eben traditionell die Unmittelbaren machen mussten.
und eben mit vielen Teilen, die es nach wie vor machen. Und ja, die gehen dann irgendwann wieder zurück in ihre Dörfer oder sie bleiben auch in Nagpur weiter und studieren dort und werden dann auch unterstützt, wenn sie ein Stipendium haben. Und, ja, es ist eine, finde ich, ganz wunderbare Sache, weil das dazu führt, dass aus ganz Indien junge Menschen kommen, die dann auch wieder in ganz Indien zurückgehen. Also diese enge Fokussierung auf Maharashtra wird dadurch aufgebrochen, weil es werden nur Studenten aus Staaten außer Maharashtra voll zugeschützt. Und deshalb sind eben mittlerweile fast nur noch eben aus ganz Indien junge Menschen dort. Das wird so gegen dieses Kastendenken, einfach dadurch, weil sie miteinander leben und arbeiten und sich kennenlernen. Und ja, das wirkt einfach automatisch, wenn man zusammenlebt und miteinander praktiziert, dass eben diese Kastenunterschiede keine Rolle mehr spielen. Ja, dieses Projekt hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, als ich da war. Und da war gerade eine Konferenz, wo die eben dann auch regelmäßig einmal im Jahr wiederkommen und sich austauschen und ja, versuchen, ihre kleinen Projekte, die sie jeweils in ihren Dörfern aufgebaut haben. Einige haben damit angefangen, kleine Projekte aufzubauen, wo sie sich dann gegenseitig auch unterstützen und auch ja, in Zukunft auch mehr Trainings bekommen sollen, damit eben auch da von der Seite der Dokumentierung dieser Aktivitäten, dass sich das verbessert. Das ist eben ein großes Anliegen von Karuna Trust, die dieses Projekt finanzieren, dass diese vielen kleinen Satellitenaktivitäten sich besser darstellen müssen, damit wir hier von der Geldgeberseite eben auch besser sehen, was passiert haben. Ja, und ich hatte eben das Glück, als ich da war, dass ich da ganz viele von denen noch kennenlernen konnte und mit denen sprechen konnte. Das fand ich extrem beeindruckend. Ja, und was eben auch so faszinierend ist, dass ja dort eine Generation, eine Zweit- oder Drittgeneration von Buddhisten heranwächst, die viel, viel selbstverständlicher als ihre Eltern oder Großeltern auch zur Schule gehen, studieren und ein ganz anderes Leben führen werden und für sich selber in die Hand nehmen, als das ja dem entspricht, was eigentlich aus ihrer Vergangenheit mal vorgegeben war. Und ja, diese Botschaft des Dharma, sich weiterzuentwickeln, zu praktizieren, das wirkt. Das ist faszinierend zu sehen, finde ich. Und das ist eben auch Ambedkars Vermächtnis, ne? Dass Bildung das A und O ist, die persönliche Weiterentwicklung, ethisches Leben, ja, brüderlich, schwesterlich zusammenleben. Und da zeigt sich eben, was für ein enormes Potenzial der Dharma hat, auch im Hinblick auf sozialen Wandel. Und deshalb ist der Dharma natürlich sehr attraktiv für die Dalits. Aber nicht nur wegen dieses Potenzials für sozialen Wandel, sondern auch, ja, weil der Dharma einfach, ja, Freiheit verspricht. Freiheit, seinen eigenen Geist zu gebrauchen. Freiheit, sein eigenes Leben zu leben. Das ist so revolutionär, das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen, die wir so selbstverständlich diese Freiheit immer schon hatten. Ja. Wie der Buddha eben sagte, damit möchte ich auch schließen. So wie das Meer nur einen Geschmack hat, nämlich den Geschmack nach Salz, so hat meine Lehre nur einen Geschmack, den Geschmack der Freiheit. Das ist eben das Ganze, das ist sehr traurig.